Tag auch, willkommen zum Q&A zu unserer Folge zu Drogen. Die Folge hat euch ja scheinbar ziemlich gut gefallen und wir haben auch extrem viele gute Rückmeldungen dazu bekommen. Also es scheint wirklich eine Folge zu sein, die für viele für euch so ein Anstoß zur Diskussion war und wir haben extrem viele spannende Rückmeldungen bekommen. Sind auch voll glücklich darüber, dass da jetzt langsam so eine kleine Community um uns herum Ja. heranwächst und das ist echt total schön und wertet das Projekt extrem stark auf und macht auch dann richtig Spaß, wenn man so viel tolle Rückmeldungen bekommt, auch darauf zu antworten und das weiterzumachen. Ja, und das trotz dieser furchtbaren Audioqualität. Ja, ihr seid echt Ja. hart im Nehmen auf Vor jeden allem, wenn ihr Fall. uns dann noch schreibt, dass es ja nicht so schlimm war. Also uns hat es echt wehgetan, danach Ja. die Aufnahme zu hören. Aber wirklich, wir freuen uns jedes Mal wieder drüber. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Die erste Rückmeldung ist vom Klabautermann. Das ist ein Rapper aus Düsseldorf. Also Sprechgesangsartist. guckt er mal auf Instagram rein. Mal vielleicht ein kleiner Werbeblock eingeschoben, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Und zwar schreibt er: Hallo ihr beiden, super Podcast, den ihr da macht. Zur aktuellen Folge, sehr wichtiger Punkt, den ihr aufmacht, ist meiner Meinung nach die Aufklärung über Safe for Use etc. in linken Räumen. Tatsächlich gibt's bereits aus der Drogenhilfe genau solche Konzepte. Eine super Broschüre für Konsumentinnen ist diese hier. Den Link packen wir wie immer in die Beschreibung. Genau. Denke, das würde wirklich helfen, Risiken zu senken. Zum Punkt der Glorifizierung glaube ich, dass dies mit der Sache an sich zusammenhängt. Wenn Menschen Party machen und dabei Drogen konsumieren, geht es ja darum, gut drauf zu sein. Das klappt natürlich besser, wenn die negativen Aspekte ausgeblendet werden. Stimmt schon auch, dass es damit was zu tun hat, dass dann das ermöglicht, ja, lockerer zu sein, oder hatten wir auch so ein bisschen beschrieben, dass das auch an der Sache an sich liegt. Allerdings finde ich auch tatsächlich, dass Drogen auch ganz viel Sachen dann ausklammern, die eigentlich schön sind. Es gibt auch Aspekte daran, wo dann Partys auch echt lahm sein können, wenn keine Drogen da sind, weil wir hatten das ja auch im Podcast beschrieben, so die Deutschen. Ich glaube, das ist auch in fast allen Kulturen weltweit Oder. leider so. Okay, aber in Deutschland können wir es ja beurteilen, nicht so richtig, was hier rauskommt. Aber ich glaube auch, dass es echt einige schöne Sachen daran gibt, auch nüchtern Party zu machen. Das wird vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt. Also zumindest wenn alle bewusst nüchtern sind, Ja. dann denke ich, kann das nochmal ganz besonders auch sein. Wenn man es dann eben wirklich schafft, sage ich mal, auch eine sehr gelassene Atmosphäre zu erzeugen, ohne Drogenrausch. Also ich kenne es halt von mir, also ich bin eine Person, die sehr schwer aus sich rauskommt, so, die sehr Vorurteil vielleicht entspricht. Die Momente, wo ich dann eben Party gemacht habe, ohne Drogeneinfluss, weil bei mir ja sowieso so gut wie nie Drogeneinfluss ist, das war richtig krass für mich, richtig besonders. Also wo ich dann ausgelassen getanzt habe, obwohl ich sonst eigentlich nicht so tanze und auch die Leute um mich herum nicht oder kaum konsumiert haben, das waren immer ganz einprägsame Momente für mich. Was bei mir ein spannender Punkt daran war, als ich so die ersten Abende, und natürlich hat man das früher, als man noch ein bisschen jünger war, auch häufiger gemacht, ohne Drogen, also ohne Alkohol oder irgendwas anderes, feiern zu gehen, ist nämlich die Sache, dass man sich dann noch danach dran erinnert. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Faktor, den viele Leute ausklammern dabei, aber ich muss wirklich sagen, dass gerade wenn es um meine Jugendjahre oder auch meine letzten Jahre geht, dass es da einfach unfassbar viele Abende, die, glaube ich, für die meisten Leute irgendwie besonders wären und natürlich für mich auch besonders waren, dass ich mich da einfach dann nicht mehr wirklich gut dran erinnere, ne? Also bei vielen anderen Leuten ist es ja noch bedeutend krasser als bei mir. Also ich bin ja jetzt kein großes Beispiel irgendwie für großen Drogenkonsum. Das für viele Leute und für mich auch einfach ein guter Teil der schönen Erinnerungen entweder sehr verschwommen oder nur noch so als basale Erinnerung da ist, dass man einfach nur noch weiß, dass es passiert ist und ungefähr was passiert ist, aber sich an viele schöne Details eben nicht mehr erinnern kann. Ja, da fällt mir gerade noch, um das vielleicht abzuschließen, weil wir müssen ja noch weitermachen, weil wir viele Rückmeldungen haben, noch ein, ich hatte ja auch Feine Sahne Fischfilet im Podcast erwähnt und auch diesen einen Track, der sich mit den negativen Folgen von Drogenkonsum auseinandersetzt, ein, da ist eine Zeile: Wann habe ich das letzte Mal nüchtern gefickt? Und das fand ich dann tatsächlich auch nochmal eine spannende Sache, jetzt gerade gedanklich, dass es ja auch irgendwie krass ist, wenn man speziell Sexualität oder Nähe zu Menschen, gibt es ja viele Leute, die das dann nur unter Drogen einen Einfluss auch teilen. Ich weiß, es kann auch voll die krassen Elemente darin geben, unter Drogen Einfluss Sexualität zu haben. Sexualität zu haben. Was ist
das für eine Formulierung? Ja, ihr wisst schon. Körperliche Nähe miteinander auszutauschen. Genau, und das ist, finde ich, eine krasse Line einfach und sagt auch für sich viel aus, denke ich. Die nächste längere Rückmeldung ist von X-Entitude X. Ich tippe mal drauf, dass es Straight Edge ist. Ich höre die Sendung gerade und vermisse die Erwähnung der FARC. Die Einordnung der einen Hinrichtung in Exarchia, in Klammern Popular Front, nannte das Ganze anarcho-nihilistisch, sowie die Einordnung von der Kampagne einer gewissen Berliner Tanky-Schlägertruppe. Ja, Tanky ist ein Begriff aus dem US-amerikanischen linksradikalen Diskurs und das beschreibt MLer, Stalinistinnen und Maoistinnen, die die damaligen Interventionen der Sowjetunion in die osteuropäischen Staaten verteidigen. Deswegen auch der Begriff Tanky, weil da, ich glaube, das war beim Einmarsch in die Tschechoslowakei, Panzer zum Einsatz kamen. Oder war es Ungarn? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Eigentlich ist das einfach so ein Begriff für autoritäre Rote. Ich hätte mir mehr Struktur gewünscht. Drogen in der Szene, Drogen in der Gesellschaft, Drogen in einer utopischen, befreiten Gesellschaft und die Rolle von Drogen im Kampf bzw. dessen Finanzierung sind verschiedene Themen, zu denen jeweils bestimmt eine Folge von 40 bis 60 Minuten gemacht werden könnte. Safer-Use-Broschüren in AZs sind auch ein eigenes Diskussionsthema. Wenn ihr wollt, kann ich euch da gern was per PN zuschreiben. Zu eurer formulierten revolutionären Perspektive empfehle ich euch mal den Begriff des Copings zu untersuchen. Letzten Endes sind Drogen oft Bewältigungsstrategien und die von euch formulierte Perspektive führt letzten Endes den Drogenkonsum aus der dysfunktionalen Coping-Strategie heraus hinein in tatsächlichen Genuss. Spannend und will ich so unterschreiben. Generell denke ich, es wird zu wenig über Drogen geredet. Ich bin immer froh, Friends zu haben, mit denen ich mich differenziert austauschen kann. Dann hast du uns noch eine PN geschickt, also zu Safer Use in AZs. Es ist halt immer eine Gratwanderung. Einerseits will man einen liberalen, aufgeklärten Umgang mit Rausch etc. Andererseits will man zum einen nicht, dass die Bullen einen Vorwand kriegen, einzumarschieren. Andererseits gerade jüngere BesucherInnen nicht zum Ballern animieren. Wenn du ohne Begleitgespräche oder ähnliches Safer-Use-Broschüren auslegst, kannst du es ganz schnell haben, dass manche Leute sich eher animiert fühlen. Dazu kommt ein Aspekt, den ihr bereits angesprochen habt. Die Vertriebsseite des Ganzen. Hast du einen Raum, in dem mehr oder weniger offen, jedenfalls aber akzeptiert, konsumiert wird, kommen die VertrieblerInnen ganz schnell dazu und das kann schnell aus dem Ruder geraten. Es gab meines Wissens einen Raum im Südosten Hamburgs, der genau sowas erlebt hat. Wenn dann TickerInnen Gewalt wegen Schulden oder ähnliches in so einen Raum bringen und die Strukturen um den Raum nicht in der Lage sind, der Bedrohung etwas entgegenzusetzen, wenn dann das Hausplenum eventuell ein Hausverbot durch die Bullen durchsetzen lassen muss, dann wird's ganz scheiße. Ich finde die Idee, schön drogenfreie Räume zu schaffen für alle Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keine Konsumierenden um sich haben wollen, einfach nur in Ruhe nüchtern einen Klönschnack haben wollen. Klönschnack, das ist, ich kenne das zumindest so aus dem Ruhrgebiet als Begriff, das bedeutet einfach einen kleinen Schnack, also ein nettes kleines Gespräch. Ich habe auch versucht, sowas in einem AZ zu organisieren, habe das auch über etwa ein halbes Jahr einmal monatlich gemacht, aber die Resonanz war mickrig. Ja, danke auch dir für die Rückmeldung. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe auch mal an verschiedenen Stellen versucht, drogenfreie Räume bzw. drogenfreie Veranstaltungen in einem Raum, der nicht drogenfrei ist, zu organisieren. Eine Sache, die ganz gut gelaufen war, war damals in Köln im Autonomen Zentrum der Schwarze Tresen. Der war dann auch drogenfrei kommuniziert und das war eigentlich ganz okay. Also da würde ich jetzt halt nicht sagen, okay, das war jetzt irgendwie besonders gut oder besonders schlecht oder so. Also, dass jetzt nicht weniger oder mehr Leute da durchgekommen sind, sondern es hielt sich halt so die Waage. Und es war halt sowohl, dass Leute das kritisiert haben, als auch, dass Leute das gut fanden. Ich finde das halt wirklich eine gute Sache, dass man drogenfreie, zumindest in Zeiten sozusagen, schafft oder spezielle Angebote. Ich denke aber, am besten lässt sich das dadurch einfach verwirklichen, dass es mehr Räume gibt, die tagsüber Programm haben und nicht als primäres Ziel, als primäre Funktion eine Kneipe oder so sind. Wir brauchen einfach im Allgemeinen mehr Nachbarschaftsräume, im Allgemeinen mehr Räume, die familienfreundlich sind, die kinderfreundlich sind, so, wo man sich einfach gerne aufhält und die nicht einfach nur eine Kneipe oder eine Konzertlocation sind. Ist ja klar, dass da viel konsumiert wird. Ne? Ja, eben, und das gleicht das ja dann auch aus.
So, desto mehr nicht konsumierende Leute du dann auch tagsüber hast, die werden dann auch teilweise abends bleiben und dadurch geht das dann auch weg von wirklich so einem abgefuckten Drogenraum. Und es kann ja trotzdem abends weiterhin dann als Kneipe oder Konzertlocation mal genutzt werden. Trotzdem fand ich auch den Punkt, dass du geschrieben hast, dass das natürlich auch sowas wie, was wir vorgeschlagen haben, mit ja, einem offenen Umgang mit Drogenkonsum zu, also jetzt nicht das auszuschließen und so weiter, dass das, wenn das dann eben Drogenräume weiterhin sind, dass das auch dann so eine Ticker-In-Szene, Dealer und so weiter anlockt und damit natürlich auch vielleicht entsprechende Probleme. Ich meine, das prägnanteste Beispiel, was natürlich jetzt ein sehr großes Beispiel ist, aber wäre dann in Christiania in Dänemark. Ja. Wo natürlich ja teilweise richtige bürgerkriegsähnliche Situationen da aufgekommen sind. Ja, vielleicht eben kurz zur Ja. Erklärung. Christiania, das ist ein autonomes Gebiet in der Hauptstadt von Dänemark, in Kopenhagen. Ich war auch mal da, hab mir das mal angeguckt, das ist wirklich spannend. Also falls ihr mal in Dänemark seid, geht da auf jeden Fall mal vorbei. Und es war halt so, dass in diesem autonomen Gebiet, es wird dann halt auch über so einen Stadtrat dann regiert, von den Bürgern, die aus Christiania selber kommen. Und da war es dann so, dass die eine Straße gemacht haben, in der der Verkauf von Gras legal ist. Dieser grünen Straße, dann gibt es dann halt verschiedene Stände von Leuten, die dann da ganz offen eben Gras und Hasch halt verkaufen. Ja, und das war dann so, dass über verschiedene Sachen, also es war dann eine Aktivistin aus Christiania, hatte dann mal eine Beziehung mit einem aus den örtlichen Mafia-Strukturen und dadurch sind die dann reingekommen. Dann haben auch versucht, die Rockerbanden da in Christiania Fuß zu fassen und das hat dann zu diversen Sachen geführt. Also es gab Anschläge mit Maschinenpistolen, bei denen Leuten umkamen. Es wurden Handgranaten ins linke Café geworfen auf dem Platz und ja, also es hat. Im Endeffekt hat es jetzt dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, dass sie keinen Bock mehr drauf haben. Und dann hat Christiania jetzt eben diese Straße geschlossen. Es gibt keinen offenen Gras- und Haschverkauf mehr. Aber das ist natürlich so ein Beispiel. Wobei ich da ein bisschen widersprechen würde, dass das halt daher kommt, dass man so einen aufgeklärten Umgang damit hat. Nee, klar. Weil es ist ja wirklich, also auch an Christiania sieht man ja, die haben ja bewusst sich dazu entschieden, wir wollen, dass die Leute da verkaufen. Ja. Das soll da halt legal sein. Daran zeigt sich ja, solange du nicht die Macht hast, gegen diese Strukturen vorzugehen, dann ist es einfach keine gute Idee, das zu machen. Und ich glaube auch, ob die Safer-Use-Broschüren da ausliegen oder nicht, solange Leute an einem Ort konsumieren, werden auch Dealer dahin kommen. Und es geht dann eher darum, wie hast du die Kapazitäten, einmal um mit den Dealern umzugehen und auch was für einen Plan hast du, um mit denen umzugehen. Das wäre eher das Entscheidende. Also es bräuchte erstmal überhaupt ein viel stärkeres Bewusstsein, wie wir auch gesagt haben, für halt organisierte Kriminalität und auch die Frage, wollen wir diese Leute jetzt in unseren Räumen haben? Weil wie gesagt, die kommen so oder so, ob die Safer-Use-Broschüren ausliegen oder nicht. Dann hast du noch geschrieben, dass du dir gerne eine Erwähnung von der FARC, also das ist eine Guerilla-Organisation in Kolumbien, die so marxistisch orientiert ist, aber in Teilen mit dem Drogenhandel verstrickt ist. Die ist relativ groß, die Guerilla, und ist sehr stark zersplittert in verschiedene Einheiten. Und es gibt eben Einheiten, die eher so eine Form von Mafia-Strukturen im Prinzip sind und auch relativ wenig mehr mit radikalen Inhalten letztendlich zu tun Aber haben. das ist bei weitem nicht die gesamte Genau, das ist Miliz natürlich nicht von bei dem, was weitem ich die weiß. gesamte, aber wir sind da auch keine Fachleute, deswegen haben wir da, also ich weiß da relativ wenig drüber. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, also ich habe mich auch nie viel damit beschäftigt. Also ein prägnanteres Beispiel für mich wäre jetzt, das war ja, was ja eigentlich jetzt so in Teilen eigentlich ganz gut bewiesen ist, ist, dass die PKK eine Zeit lang sich über den Drogenhandel in Europa finanziert hat. Das wäre für mich jetzt eher so ein Beispiel von einer linksradikalen Organisation, die Drogenhandel nutzt, um sich zu finanzieren. Was ja aber auch intern und extern ziemlich stark kritisiert wurde. Es ist auf jeden Fall eine wichtige Ja. Ergänzung, weil es das natürlich gibt, auch wenn es eher ein Randphänomen ist natürlich. Also es ist in dem Maße, wie das jetzt die FARC, Teile der FARC machen und die PKK gemacht hat, ein sehr starker Ausnahmefall. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Ergänzung, weil es gibt es natürlich trotzdem. Und wir hatten ja auch, glaube ich, in der Folge angesprochen, das kann man jetzt ja auch nochmal sagen, dass es viel, viel häufiger der Fall ist, dass rechtsextreme, faschistische, islamistische Organisationen eben Drogenhandel als Finanzierungsquelle verwenden. Dann kommen wir zur nächsten Rückmeldung von Zamdoa. Das ist natürlich auch ein sehr empfehlenswerter Podcast von dem Genossen Andi. Hört da gerne mal rein, lasst ein Abo da. Der neue
tolle Podcast aus Bayern. Speziell letzte Folge zu den wilden Streiks in der Region dort fand ich auch sehr gut. Die Rückmeldung ist, hab gerade eure aktuelle Folge zu Drogen gehört. Da gibt es echt ganz viele Punkte, die ich ähnlich sehe. Nach dem Ersten Weltkrieg war Alkoholismus und verschiedene Süchte auch in Deutschland weit verbreitet. Die Freie ArbeiterInnenunion Deutschlands in München sah das als Riesenproblem, da oft gerade Frauen damit umgehen mussten, dass die Männer die Kohle in der Wirtschaft versoffen oder das Geld verzockt haben. Wirtschaft ist Kneipe in Bayern, ne? Deshalb hatte die Münchner Anarchosyndikalisten extra eine Kampagne gegen Alkohol gestartet. Das haben wir auch tatsächlich nicht erwähnt, dass es in der anarchistischen Bewegung diverse Organisationen und Kampagnen gegen Drogen früher gab und speziell natürlich Alkohol an der Stelle. Dieses prominenteste Beispiel ist da wahrscheinlich die FAI, Föderation Anarchista Iberica in Spanien, die innerhalb der CNT sozusagen die anarchistische Föderation war, die natürlich im Kontext der sozialen Revolution sehr groß war und wo es zum Beispiel auch man keine Drogen konsumieren durfte, um Mitglied zu sein. Und da gibt es dann auch diverse Kampagnen aller ein denkender Arbeiter trinkt nicht, ein trinkender Arbeiter denkt nicht. Ja. Eine andere Sache, die mir dazu einfällt, die meine Oma mir immer erzählt hat, war, wenn mein Opa halt die Lohntüte beim Bergwerk geholt hat, ja, dass dann sie und immer die ganzen anderen Frauen sich halt da hingestellt haben und auf die Männer gewartet haben, damit die direkt die Lohntüte mit nach Hause nehmen konnten. Ja. Weil sonst die Männer halt direkt, nachdem sie die Lohntüte hatten, dann halt in eine Kneipe gegangen sind und erstmal das ganze Geld versoffen haben. Ja. Heute ist zumindest in den migrantisch geprägten Vierteln, ist das gleiche Phänomen, nur mit Glücksspielsucht. Ja. Es gibt auch Fälle, wo tatsächlich dann, wenn dann die Polizei oder das Ordnungsamt mal durch entsprechende Straßen durchrückt und da die Läden schließt, die Glücksspielläden, dass dann die Frauen auf der Straße stehen, den zujubeln und sich darüber freuen, dass die Läden nicht gemacht werden, weil das ja die Hölle, diese Läden für die Familien die Hölle sind, weil da die ganze Kohle weggeht. Dann haben wir als nächste Rückmeldung von No Pierde El Norte. Eieiei. Gute Folge. Ich persönlich sehe den Konsum in der radikalen Linken um einiges kritischer als den Konsum von, in Klammern, abgehängten Menschen außerhalb der Szene, für die es vielleicht prozentual gesehen eher der Bewältigung dient. Das hört aber auch an dem Punkt auf, an dem Junks die Straße für sich einnehmen mittels aggressivem, unterdrückenden Charakter. In der radikalen Linken stört dagegen, dass überhaupt so viel konsumiert wird, noch dazu in diesen Zeiten, und dass der Konsum eben dazu beiträgt, dass viele erstmal wieder 2 Tage brauchen, um nach einem Trip etc. auf ihr Leben klarzukommen. Dabei fehlen sie dann den politischen Kontexten, bei Verteidigung von Projekten gegen Angriffe, bei Aktionen, bei täglicher politischer Arbeit im Viertel oder sonst wo. Ich würde das jetzt nicht so werten, was ich besser oder schlechter finde. Es sind einfach andere Phänomene, die man unterschiedlich organisieren muss. Aber ich kann auf jeden Fall, sag ich mal, das in gewisser Weise verstehen, was du damit sagen willst. Was ich wichtig finde und was mir auch nochmal aufgefallen ist und was bei dir auch so ein bisschen durchkommt als Punkt, was wir ein bisschen vergessen haben, ist, was das eben innerhalb unserer Strukturen an Problemen von auch so grenzüberschreitendem Verhalten auslöst. Natürlich in der Gesellschaft sowieso. Ich meine, es ist ja zu Recht ein wichtiges Thema in der radikalen Linken, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sexistische Verhaltensweisen einschränkt, wie man grenzüberschreitendes Verhalten einschränkt, sicherere Räume schafft und so weiter. Da ist Drogenkonsum auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt, so wo eben dann Grenzüberschreitung nicht unbedingt durch die Droge an sich, sondern natürlich sind das durch den enthemmenden Charakter. Durch den enthemmenden Charakter. Das ist ja auch so eine Sache, es kommt, wenn wir jetzt hier über Drogen reden, kommt es natürlich sehr stark auf die Droge an. Ja, klar. Ich finde trotzdem, deine Stellungnahme kann ich wirklich einfach so auch nachvollziehen, so als Ausspruch, ne, so ich kenne auch die Situation, wo man irgendeine Aktion geplant hat, wo man sich irgendwie verabredet hat und dann die Leute halt fehlen und dann kommt halt irgendwie raus, gut, am Abend davor wurde gefeiert oder so und deswegen haben es halt die Hälfte der Leute nicht aus dem Bett geschafft, so in etwa. Und da fühle ich dich natürlich auch, dass es ja manchmal einfach echt dann frustrierend ist, dass es sowas passiert, ne? Guck mal, wie häufig waren wir auf irgendwelchen Demos an einem Sonntag und wir haben halt einfach gesehen, wie weniger Leute einfach da sind als unter der Woche. Also man merkt's ja. Okay, die nächste Rückmeldung ist von Shiny. Liebe Leute, danke fürs Gestalten auch dieser Podcast-Folge. Hoffentlich
habe ich es diesmal geschafft, die Folge rechtzeitig zu hören, um noch rechtzeitig eine Rückmeldung abschicken zu können. Ja, hast du. Ich finde die letzte Folge einer der besten bisher. Gutes Eingehen auf die verschiedenen Aspekte des Themas und nicht nur klares Drogenbashing, sondern der Versuch, alles im Zusammenhang mit anderen Faktoren und gesellschaftlichen Aspekten zu sehen. Zum Beispiel, wie eine Legalisierung aller Drogen aussehen könnte. Die Folge hat mich auf jeden Fall auch nochmal zum Nachdenken gebracht und mich in gewisser Weise ein Stückchen weiter in Richtung Straight Edge gebracht. Was Straight Edge bedeutet, habt ihr, meine ich zumindest, nicht genauer erläutert. Vielleicht könntet ihr im Q&A das nochmal tun und gegebenenfalls einen Verweis auf das kurze, gute Einführungsbuch zum Thema von Gabriel Kuhn im Unrast Verlag platzieren. Das machen wir natürlich gerne hier an dieser Stelle. Zum Punkt, dass Infos zu Drogen und ihre Auswirkungen in der linken Szene selten bis gar nicht vorhanden sind, zum Beispiel auf Partys, ist mir noch das Allies-Projekt eingefallen. Ich glaube, Alice heißt das. Alice, okay. Das ist ein Projekt in Frankfurt am Main, das sich genau diesem Thema widmet. Infos findet ihr auf alice-project.de. Alle Links, wie gesagt, immer in der Beschreibung. Ich habe schon auf diversen Partys Stände von denen gesehen, wo kleine Zettel verteilt wurden, auf denen jeweils eine Droge beschrieben wurde, zum Beispiel Auswirkungen und mögliche Gesundheitsgefahren. Finde ich eine coole Sache, die es auch in anderen Städten geben sollte. Ach so, und ich fand, dass Tabak als Droge zu wenig thematisiert wurde. Alkohol kam ja immer wieder vor, Tabak finde ich eine in der linken Szene noch weit verbreitete Droge, auch wenn die direkten, indirekten Auswirkungen nicht so stark sein mögen wie beim Alkohol. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Tabak oftmals mit Ausbeutung und Umweltschäden verbunden ist. Mehr Infos gibt's auch auf einer Seite, die wir euch dann wieder verlinken. Wer ökologisch leben will, sollte also auch auf Tabak verzichten oder im Garten eigenen anbauen. Und dann fragst du noch zum Schluss, neben deiner Vorfreude auf die nächste Folge, ob es eine Frist gibt, bis wann die Rückmeldungen immer eingehen sollen, damit die noch Eingang ins Q&A finden. Vielleicht können wir darauf erstmal direkt antworten. Ja, eigentlich ist es ja, das Q&A soll ja eigentlich, das jetzt wird am Freitag erscheinen, ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt seht, während ihr die Folge hört. Ja, den ganzen Tag haben wir arbeiten gewesen und dann passt das nicht eben mehr. Normalerweise ist es eigentlich gut, wenn es dann bis Donnerstagmorgen, wo eigentlich das Q&A erscheint, noch reinkommt, weil meistens nehmen wir es dann am selben Tag auf. Oft passt Vormittag auch noch, aber das ist dann so die Endfrist, Donnerstagvormittag, ja. Ja, aber erstmal zum ersten Punkt, wir finden es natürlich schön, wenn dich das dazu bewegt hat, drogenkritischer zu werden oder mehr Straight Edge zu werden. Und vielleicht eben kurz zur Erklärung. Ich meine, mich zu erinnern, dass Straight Edge, glaube ich, aus der kalifornischen Hardcore-Szene kommt. Und ich meine, das ist auch in Los Angeles, glaube ich, entstanden. Und zwar so, dass es damals da in den Clubs üblich war, dass Leute, die unter 21 dann in den USA waren und denen kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte, die Hand mit einem schwarzen X, mit einem Edding markiert bekommen haben und dass daher dann der Begriff mit dem Straight Edge kam und deswegen auch das X halt das Symbol geworden ist, was man dann bei Straight Edge Leuten halt überall findet. Ja, und Straight Edge bedeutet dann recht viele Sachen, weil es da unterschiedliche Strömungen oder Definitionen von gibt. Generell kann man sagen, dass es ein Verzicht auf jegliche Drogen ist, jegliche psychoaktive Drogen zumindest. Kaffee oder Koffein fällt dann für manche Leute da raus und das finden sich auch Straight-Edge-Leute, die dann sagen, dass sie Koffein konsumieren, weil dann die Schäden so gering sind oder warum auch immer. Aber es gibt auch Leute, die über dieses individuelle, wir wollen keine Drogen konsumieren, rausgehen und da gibt es dann auch Leute, die aktiv irgendwie gegen Konsumierende in ihren Räumen vorgehen oder gegen Leute, die dann Drogen halt verkaufen und genauso Edgebreak, Facebreak. Ja. Und genauso gibt es dann auch Straight Edge Leute, die das alleine von Drogen auf verschiedene andere Sachen ausweiten. Ich habe da von Leuten gehört, die dann auch gegen Computerspiele und Spielsucht aktiv sind und teilweise geht das dann auch auf dieses nicht rumficken hinaus, also dass man dann sagt, dass auch Sex irgendwie eine Regulation erfahren sollte und man ja nicht süchtig nach Sex werden sollte. Aber das sind nur die Sachen, die ich dazu bis jetzt so mitbekommen habe oder gehört habe. Wir reden wahrscheinlich viel heute über irgendwas mit Sex. Ich glaube, wir haben das erste Mal, dass wir so richtig viel über
Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwas das mal erwähnen, glaube ich, zum Thema in irgendeiner Aufnahme von uns. Und jetzt haben wir mehrmals sind wir immer wieder darauf gekommen. Ja, heute eine richtig pikante Folge. Können wir noch so ein bisschen ASMR-Sachen machen. Ja, richtig heiß zugekommen. Genau, zu Tabak würde ich nochmal was sagen. Ja, ich finde auch, dass man das auf jeden Fall durchaus vergessen haben, dass es auch eine Leerstelle war, weil ja, Tabak ist auf jeden Fall eine sehr relevante Droge weiterhin. So dadurch, dass sie halt legalisiert ist, genauso wie Alkohol und nicht nur legalisiert, sondern auch im kulturellen Rahmen sehr, sehr verbreitet ist, ist der Schaden, der dafür allgemein jetzt gesagt für die Gesellschaft und für sehr viele Menschen ausgeht, einfach enorm, ne? Aber klar, bei Tabak hat sich schon ein bisschen was getan, so, dass da viel auch sogar staatlicher eben so reguliert wurde. Zum Beispiel mit diesem ganzen, dass dann überall draufsteht, wie gefährlich das ist und so. Aber auch, was ich wirklich einen krassen Unterschied finde, ich bin ja, wie gesagt, wir sind ja nicht für jetzt Verbotspolitik, aber wenn ich überlege, wie krass das früher immer war mit Zigarettenrauch in geschlossenen Räumen. Hm. Das ist so regelmäßig, ich habe mich da gerade wieder so drin zurückversetzt, wie regelmäßig das war, dass man wirklich so richtig, es geht einem so, ging einem immer so richtig schlecht, fand ich dann. Wenn man so ein paar Stunden in der Kneipe verbracht hat, so die ganzen Klamotten stinken halt wie sonst was, musst du halt direkt waschen. Und ich hatte dann immer richtig krasse Kopfschmerzen, war mal richtig fertig, so. Das finde ich eigentlich voll angenehm, dass das nur noch super selten vorkommt. Kommt eigentlich fast gar nicht mehr vor. Ich weiß gar nicht, wie das letzte Mal. Ja, in Privaträumen halt, nur ja, wenn man genau mit Rauchern irgendwie zusammensitzt. Ja. Witzigerweise habe ich ja echt so eine, einfach, das hört sich jetzt so komisch an. Aber in meiner Familie gab es schon recht viele Raucher und ich habe einfach echt einen Positivbezug zu diesem Geruch, ne? Ich hab in meinem Leben auch echt viele Raucherinnen gedatet. Also, wollte ich nur sagen, ist irgendwie unterschiedlich, glaube ich, bei Leuten, wie die das fanden. Ich fand es tatsächlich nie so schlimm, wenn ich in eine Kneipe mit Rauch reingekommen bin, einfach vom persönlichen Gefühl. Aber für die Gesundheit war es auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache, dass das verboten wurde. Ach ja, und ich habe gerade übrigens noch nachgeguckt, weil ich mir nämlich nicht mehr sicher war, ob Straight Edge wirklich von der Westküste kam. Das Symbol kommt von der Westküste. Und damit ihr wisst, aber die Szene kam ursprünglich von der Ostküste, wo ja auch Hardcore-Punk, glaube ich, noch viel stärker war. Und der Name stammt von der Hardcore-Band Minor Threat. Die haben einen Song gemacht, der Straight Edge hieß. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das mit den Clubs hast du erzählt, ne? Was? Dass sie ja nicht reingekommen sind mit den Clubs und so. Mit dem X? Ja. Ja, das habe ich am Anfang gesagt. Die nächste Rückmeldung. Ich glaube, das ist nicht unser Dirk. Ich glaube auch nicht. Aber das ist auch Straight Edge. Die nächste Rückmeldung ist von Dirk. Hallo zusammen. Eventuell bin ich schon zu spät mit meiner Rückmeldung zur letzten Folge für das Q&A. Aber auch dann kann sie ja interessant sein. Dann halt nur für euch. Doppelpunkt D. Vorab, ich finde eure Arbeit sehr wichtig, bereichernd und freue mich immer auf die nächste Folge. Auch, dass ihr mit Namen und Gesicht hinsteht, sehr nice und wichtig. Und ich habe eine sehr ähnliche drogenkritische Position wie ihr, auch wenn es um die Kritik an der Straight-Edge-Szene geht. Klammern, faktisch bin ich Straight-Edge. Nun zur Rückmeldung. Ich fand, die letzte Folge hat die Thematik sehr vielseitig und differenziert beleuchtet. Auch, dass ihr die ökonomischen Abhängigkeiten der Szene von Drogen wie Alkohol zur Finanzierung von politischer Arbeit angesprochen habt, finde ich sehr wichtig. Was ich mir bei der Kritik noch mehr gewünscht hätte, wäre auch ein stärkerer Fokus auf die Alkoholindustrie selber zu lenken. Diese hat nach Schätzung 1,2 Billionen Euro Jahresumsatz. Das sind also Riesenkonzerne, die sehr aktiv mit enorm viel Macht an der Aufrechterhaltung und Vertiefung der Abfüllung unserer Klasse arbeiten. Bis jetzt habe ich kaum mitbekommen, dass im deutschsprachigen Raum die Praktiken dieser Industrie von linker Politik auf- und angegriffen wird. Die Doku Alkohol, der globale Rausch, wie immer in der Beschreibung, beleuchtet die Geschäfte der Konzerne zum Teil, wenn auch nicht aus einer klassenkämpferischen Perspektive. Was mich noch interessieren würde, habt ihr Hinweise für Literatur, Videos etc., die ihr empfehlenswert findet? Generell fände ich es auch sehr cool, wenn ihr in Zukunft so Hinweise noch öfter in die Beschreibung packen würdet. Klassenkämpferisch-solidarische Grüße aus dem Süden, Dirk. Auch zu der Rückmeldung muss ich wirklich sagen, das ist halt so cool, wie ihr jetzt inhaltlich den Podcast ergänzt habt. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt so gar keinen Rücken von irgendwem jetzt hatten, der irgendwie so eine voll krasse Pro-Drogen-Perspektive einnimmt. Sondern alle unserer Meinung so in etwa, genau, sind. Genau, also ihr alle, die uns geschrieben habt, so recht unserer Meinung war. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon häufiger mal tiefergreifende Kritik. Aber was ich dieses Mal wirklich richtig stark finde, dass ihr alle zusammen eure Ergänzungen
komplettieren sozusagen auch unseren Podcast so ein bisschen und das finde ich echt super. Das ist natürlich jetzt eine schlechte Initiative, um den letzten Punkt umzusetzen, dass wir selber mehr Empfehlungen für Texte und Medien in die Beschreibung reinpacken. Das vernachlässigen wir oft, das ist ein bisschen doof, ja. Ich meine, ihr zeigt uns ja jetzt eigentlich, wie man es macht und im Endeffekt können wir das machen, dass wir da jetzt auch ein bisschen mehr Acht drauf geben. Auch, wir haben ja häufig noch nicht mal die Materialien reingestellt, mit denen wir gearbeitet haben. Ich glaube, da ist das auch sinnvoll. Du hast schon recht, also wir haben ja auch in einem anderen Post, wo es um Tabak ging, war es ja eigentlich so ähnlich. Wir haben dafür, dass wir einen starken Fokus darauf gelegt haben, was ist eigentlich das Problem, wie eben illegalisierte Drogen vertrieben werden und produziert werden, einen stärkeren Fokus gelegt, aber darauf, wie die legalen Drogen, also jetzt vor allem Alkohol und Tabak angebaut und produziert werden, überhaupt keinen Fokus gelegt. Also wir haben uns ja auch gar nicht mit der Verankerung von Tabak- und Alkohollobby in Deutschland beschäftigt. Und eben auch, wie du schon richtig gesagt hast, dem echt sehr unkritischen Verhältnis von der radikalen Linken dazu. Aber das ist auch so ein bisschen wie Attitude, so war es, glaube ich, gesagt hat, geschrieben hat. Es ist wirklich ein echt komplexes Thema natürlich. Man könnte wahrscheinlich zu allem, was wir angeschnitten haben, tatsächlich eine halbe Stunde, 40 Minuten locker reden. Und man kommt da auch auf Höcksken und Stöcksken so in etwa, ne, wenn du da mal einmal anfängst zu quatschen. Ich meine, ich hatte es ja in dem Beispiel erwähnt, dann als revolutionäre Perspektive, klar, dass diese Unternehmen gehören eben enteignet so und das sind alles andere als, also die haben ja wirklich einen extrem guten Ruf für so große Konzerne, wenn man das mal überlegt. Also so, was weiß ich, Felddienst und was weiß ich, die stehen ja ziemlich gut da, jetzt auch im Vergleich zu so jetzt irgendwie einem Autokonzern oder sowas. Dabei sind das ja genau solche menschenverachtenden Dreckskonzerne, die sogar ganz direkt einfach die Leute vergiften und umbringen. Ja, so. Aber ich meine, Krombacher macht dafür auch Regenwald. Ja. Ich glaube, wie gesagt, es liegt wirklich daran, dass diese Konzerne, da sie halt so ein eigentlich tödliches Produkt verkaufen, schon immer darauf angewiesen waren, so gute Werbung und so gute PR zu haben. Und deswegen haben die sich halt überall eingekauft und vor allem halt in wohl die beste PR, die es gibt, halt in die ganzen Fußballvereine. Mhm. Ich meine, jeder Fußballverein hat eigentlich seine Stammbiermarke und das wird dann genauso mit dem Lokalkolorit verbunden wie halt der Fußballverein selber. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum der Ruf so gut ist. Tatsächlich ist es ja, Bier ist ja wirklich ein ohne Scheiß einfach so ein deutsches Wertprodukt. Deutschland und Bier, das gehört eben halt tatsächlich einfach zusammen. Ja. Das ist historisch so zueinander gewachsen, wie jetzt, dass man in Deutschland Deutsch spricht oder so. Also das ist halt wie so eine Sprache, so in etwa irgendwie. Ne? Das ist halt so ein ganz normales Getränk wie Wasser oder so halt hier. Ja, so. Und halt auch so eben wie deutsche Kultur dann häufig ist, auch so total regionalisiert, ne? Das hat ja wirklich irgendwie jede Region, jede Stadt, natürlich mit sehr unterschiedlicher Qualität, wenn man da irgendwie an König Pilsen oder so denkt, hat jede Stadt ja wirklich so ihr eigenes Bier. Und jeder Stadt ihre eigene Brauerei. Witzigerweise gehört aber ein Großteil der Brauereien dann trotzdem irgendeinem großen Braukonzern. Also es gibt echt extrem wenig unabhängige Biermarken. Aber das darf man auch wirklich nicht dabei vergessen, auch bei einer revolutionären Perspektive so. Es wird jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass in Deutschland niemand mehr Bier säuft, so, sondern es wird eben in Bayern und Schützenfest, das wird es ja alles ja, noch auch hier geben. Auch irgendwelche auch Schützenfest und dann wird auch weiterhin dann Bier getrunken werden. Das ist ja auch gar kein Problem. Letztendlich, es geht ja eher darum, was damit eben für eine Propaganda betrieben wird, wie man damit zugeschissen wird und was das eben die ganzen Folgen, wie wir sie auch berichtet haben. Und das führt jetzt wieder, haben wir schon darüber geredet. Also. Es wird auch im Kommunismus Bier getrunken. Ich trinke dann auch mal einen Radler oder so. Ein alkoholfreies. Gott, ich will gerade diesen beschissenen Song singen. Welchen beschissenen Song? Radler ist kein Alkohol. Okay, dann ist noch das von Anna. Zu guter Letzt haben wir noch eine Rückmeldung von Anna. Die spiele ich euch jetzt mal. Das Handy ins Mikro ab. Ich hoffe, es wird gut. Fast. Gerade eure Folge über Drogen. Okay, nochmal. Gerade eure Folge über Drogen gehört. Ich finde die sehr spannend und auch insgesamt sehr gut. Was ich noch interessant gefunden hätte, wäre der Aspekt, so dieser kulturelle Aspekt von
dass es halt dazugehört, Drogen zu konsumieren und, ne, also wo ihr auch schon angedeutet habt, dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man kein Alkohol trinkt, aber quasi alles nur in einem Rahmen, solange man noch funktioniert und noch seine Lohnarbeiten gehen kann. Und sobald das halt quasi dann in so eine extreme Sucht verfällt, obwohl natürlich auch Alkoholiker süchtig sind und trotzdem noch arbeiten, sobald sie nicht mehr funktionieren, man mit sozialer Ächtung und sowas alles rechnen muss. Und ich glaube, den Aspekt hätte ich auch nochmal interessant gefunden, weil ich den auch immer sehr wichtig finde, so wie wir uns zu Drogen verhalten als Gesellschaft. Aber sonst eine sehr spannende Folge und ich habe die auch direkt mal weitergeteilt. Ja, danke dir für die spannende Rückfrage. Nein, wirklich, danke. Nein, also jetzt ohne Scheiß, wir sind einfach gerade ein bisschen durch, weil wir haben, stand gerade bei der Aufnahme jetzt fast 0 Uhr, also Ja, uns war ein bisschen weird, das ins Mikrofon zu spielen. Sorry. genau. Du hast auf jeden Fall recht da mit dem Punkt, dass wir das gar nicht so stark beleuchtet haben, diesen Gruppenzwang-Aspekt. Also wir hatten es ja gerade auch schon bei der Bierfrage so ein bisschen angeschnitten, dass einfach viele kulturelle Feste oder kulturelle Aspekte von Deutschland ja so inhärent mit Alkoholkonsum verbunden sind. Ich meine, man muss ja auch tatsächlich dazu sagen, so stark es auch diese Anti-Drogen-Standpunkte innerhalb der revolutionären Bewegung in Deutschland gab, ist einfach Arbeiterinnenkultur in Deutschland auch ganz stark mit Kneipenkultur, mit Alkoholkonsum verbunden. Natürlich auch in der radikalen Linken hat sich das dann auch aus anderen Aspekten noch weiter zusammengesetzt. Eine Subkultur spielt ja dann eine ganz starke Rolle. Ich weiß gar nicht, ob wir so stark auf den Einfluss von Punk-Subkultur auf die anarchistische Bewegung eingegangen sind, die ja, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Übriges getan hat. Viel zu starker Einfluss. Ich hoffe, Punk ist bald tot. Du warst doch selber mal Punk, oder? Ja, aber. Das ist doch keine Macht für niemand, Nee, Lenk. ich meine, Punk ist ja so in so einem Land wie Indonesien oder so, da ist Punk ja auch noch irgendwie subversiv, dann, wenn die Leute in so einer islamistischen Kultur und Diktatur da mit bunten Haaren rumlaufen und dann da immer eingesammelt werden und in irgendwelche Umerziehungslager gesteckt werden, dass allein nur mit einer Lederjacke und mit bunten Haaren rumzulaufen ja Ja. schon. Aber hier ist es ja einfach irgendwie ein Grund für Jugendliche zu trinken. Nein, das ist natürlich auch mehr, also. Also ich möchte jetzt, Nein, nein, das stimmt das ist natürlich nicht. Das war ja. jetzt sehr, sehr polemisch und drüber. Sorry an alle Punkrocker Die drei, die es nur gibt. da draußen. Nein, Nein, aber ich höre auch selber noch Punk. Vorkriegsjugend, beste Band. einer meiner besten Freunde ist Punks. Okay, Ja. jetzt reicht's, glaube ich. Super, ich denke, damit sind wir auch gut auf die Rückmeldung eingegangen. Also wenn das jedes Mal so läuft, dann bin ich einfach nur überglücklich und ja, wir haben alles gesagt, denke ich. Ja, das so kann es echt immer laufen. Wir liefern dann hoffentlich auch wieder pünktlich donnerstags ab, aber wenn die Lohnarbeit dazwischen kommt, dann ist das nun mal so. Wie gesagt, die ganzen spannenden Links werdet ihr in der Beschreibung finden. Und ich denke, damit können wir uns dann auch für heute um 0 Uhr verabschieden. Prost und Glück auf.